herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Video, das nicht zu 100% positiv, aber auch nicht zu 100% negativ ist. Ich dachte mir, ich verrate euch einfach mal 10 Dinge von mir, die ich abgrundtief hasse. Falls ihr im Hintergrund so ein Geräusch hört, das ist Zoe, die gerade am Teppich kratzt und ihr Bett macht. Ja, hallo mein Schatz. Ja, hallo mein Schatz. Willst du auch mal Hallo sagen? Hallo. Hallo Zuschauer. No, jo. Du süßes Baby. Ich habe hier vorne mein süßes Unicorn-Klemmbrett, wo ich mir alles aufgeschrieben habe, was ich euch gerne erzählen möchte. Und habe mir das so ein bisschen stichwortartig aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Ich dachte mir, es ist vielleicht ganz lustig, mal zu sehen, so worüber andere Leute sich aufregen, sodass ihr mal sehen könnt, was so Sachen sind, die ich echt hasse und worüber ich mich aufrege. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit der ersten Sache an. Die erste Sache, die ich hasse, sind auf jeden Fall Menschen, die schmatzen. Und das überall, egal ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Ich finde, es gibt in diese Richtung fast nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, wieso Menschen das tun. Ich sage nichts, wenn das zum Beispiel mal passieren kann, irgendwie unbeabsichtigt oder so. Aber diese Leute, die dauerhaft immer bei jedem Teil, was sie essen, immer schmatzen. Und ich finde das so eklig. Und so komisch irgendwie, wenn man zum Beispiel irgendwo essen ist, in einem Restaurant oder einer Bar. Und da sitzen einfach Menschen, die schmatzen. Da könnte ich wirklich aufstehen, zu denen hingehen und sagen, geht das auch leiser? Das ist so eine Sache, die mich echt richtig aufregt. Weil ich finde, zu Hause, ja okay, wenn der Partner zum Beispiel nichts dagegen hat. Ich bin froh, dass Jakob das eigentlich nie macht, außer vielleicht mal unbeabsichtigt, aber das passiert mir zum Beispiel auch. Aber wenn der Partner nichts dagegen hat zu Hause, okay, sollen sie machen, was sie wollen. Aber wieso kann man sich denn nicht in der Öffentlichkeit benehmen? Die zweite Sache ist, Menschen, die immer alles besser wissen wollen. Wieso? Wieso? Zum Beispiel, wenn man irgendwas sagt und dann ein Mensch neben dir sitzt oder vor dir sitzt und sagt, nee, das gehört aber so und nee, das ist aber falsch. Boah, hast du nichts Besseres zu tun? Jedes Mal. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn jetzt jemand, ja, wie soll ich das sagen, zum Beispiel beim Schreiben bei WhatsApp oder so, bin ich jemand, der zum Beispiel auf Groß- und Kleinschreibung achtet, Punkt- und Kommasetzung und Ausrufezeichen und so. Ich lege da schon sehr viel Wert drauf und hasse das, mit Menschen zu schreiben, die einfach, ja, sowas nicht beherrschen, weiß ich nicht. Das hat jeder in der Schule gelernt und ich weiß nicht, wieso man das dann irgendwie über Bord wirft. Aber diese Leute, die dann mit einem Schreiben zum Beispiel oder mit einem Reden und dann alles, was du schreibst, irgendwie, ja, kommentierst und dich verbessern wollen in allem, was du tust, in allem, was du sagst, da bekomme ich die Krise. Die dritte Sache ist, wenn etwas nicht klappt, so wie ich es mir vorstelle. Ja, ich hasse es echt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn ich mir irgendwas vornehme oder irgendwas plane, was ich gerne umsetzen möchte und das klappt zum Beispiel nicht so, wie ich das gerne hätte, das hasse ich. Da kriege ich zu viel. Das ist so eine negative Sache, würde ich mal so sagen, also so von mir, dass ich echt zum Beispiel auch, wenn irgendwas mit anderen Leuten nicht klappt oder so, das mag ich einfach nicht. Ich habe es halt gerne, wenn irgendwas, was man plant oder was man vorhat, so plant, beziehungsweise so funktioniert, wie man es geplant hat. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich echt aggro. Das ist echt so eine richtig negative Sache. Die vierte Sache ist Jurek. Wer Jurek nicht kennt, das ist eine polnische Sauerteigsuppe und ich habe in meinem Leben wirklich, ungelogen, noch nie etwas abgrundtief Ekliges probiert wie das. Jakob zum Beispiel und seine Familie, die lieben das, die essen das super gerne. Das gibt es zum Beispiel bei denen auch an Ostern als Suppe und jedes Mal, wenn ich das schon rieche, da kräuselt sich alles bei mir im Körper, weil ich mir einfach denke, wie kann man das essen? Ich verstehe es einfach nicht. Das sind aber so Sachen, versteht mich nicht falsch, die jeder anders hat und deswegen sind es ja auch meine persönlichen Dinge, die ich hasse. Nicht, dass ihr die jetzt auch hassen müsst, ne? Aber wer schon mal Jurek probiert hat, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr das mögt oder ob ihr das nicht mögt.
Und wenn ihr es noch nie probiert habt, tut's am besten auch nicht. Das ist so eklig, weil das so sauer ist. Also ist eine Sauerteigsuppe. Aber das ist halt auch so, ich weiß nicht, da kann man auch einen Löffel Essig essen. Und das wird noch besser schmecken. Die fünfte Sache ist, Menschen, die immer zu spät kommen. Einfach immer. Mir ist es auch schon passiert, dass ich mal zu spät bin. Aber ich bin eigentlich so ein Mensch, ich lege sehr, sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Und auch Wert darauf, irgendwie, ja, zu Verabredungen halt dann zu kommen, wenn man sich auch verabredet hat. Und kann es einfach nicht leiden, wenn Menschen dann sagen, ja, ich komme zu spät oder auch ohne Bescheid zu sagen, immer zu spät kommen und das dauerhaft. Ich bin ein Mensch, der auch sehr, sehr überpünktlich meistens ist. Also ich lasse mir nicht gerne Zeit oder sonst was. Ich habe immer gerne Puffer. Wenn man irgendwo wegfährt, kann es immer sein, dass man irgendwie in Stau kommt oder sonst was. Oder mit der Bahn zum Beispiel kann man ja auch Verspätungen haben. Und ich habe es halt echt sehr, sehr gerne, wenn man pünktlich ist und wenn man halt, ja, ich weiß nicht, das ist so eine Eigenschaft, die man eigentlich haben sollte. Und ich finde auch irgendwie, auf einer Seite hat das auch so ein bisschen was mit Anstand zu tun. Kommen wir zur sechsten Sache und das ist etwas zu essen, und zwar Pflaumen. Ich weiß nicht wieso, ich habe es schon mal probiert, aber so wie das aussieht und diese Konsistenz und weiß ich nicht, das ist so eklig, Leute. Das ist einfach eklig. Ich weiß nicht wieso. Ich esse eigentlich ziemlich gerne Obst und zum Beispiel, ich liebe Äpfel über alles. Nee, aber Pflaumen, das ist so eine Sache. Jakob gibt mir da zum Beispiel recht, der mag auch keine Pflaumen. Diese Frucht so zu essen, nee. Da würde ich lieber Jurek essen. Kommen wir zur siebten Sache und die siebte Sache ist etwas, wo ich mich täglich fast drüber aufrege. Und zwar schlechte Autofahrer, die sich nie an Verkehrsregeln halten und wo man sich denkt, wie zum Teufel haben diese Menschen einen Führerschein bekommen. Ich habe selber keinen Führerschein, wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr das. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man manchmal so blöd sein kann. Ich weiß halt auch zum Beispiel auch von meiner Oma und Jakob und so weiter, die den Führerschein haben, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Aber das hat auch einfach ein bisschen was mit Allgemeinbildung zu tun, dass man weiß, wie man sich halt im Straßenverkehr, wie gesagt, verhält. Und diese Leute, die zum Beispiel dich einfach rechts überholen, die eine Kreuzung zusetzen oder die dir Vorfahrt nehmen, was ist denn mit euch? Was ist mit euch? Ich frage mich einfach, ob die ihren Führerschein bei Neckermann gewonnen haben. Kein normaler Fahrprüfer würde diesen Menschen eine Fahrerlaubnis geben. Aber andersrum ist es wahrscheinlich so, dass die sich in der Prüfung genauso verhalten, wie es sein muss. Und danach sich im Straßenverkehr verhalten wie der letzte Idiot. Kommen wir zur achten Sache und diese achte Sache ist etwas, das ist so eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob da draußen welche sind, die das vielleicht verstehen können, aber ich hasse unaufgeräumte Supermärkte. Wenn ich in einen Supermarkt komme, egal welcher, und an irgendeinem Regal vorbeigehe, wo ich sehe, dass zum Beispiel Sachen schief stehen oder dass da Sachen stehen, die da nicht hingehören, dann muss ich die wegräumen. Das ist wie so ein Zwang. Ich weiß nicht wieso, aber danach frage ich mich dann einfach, warum diese Leute die Sachen nicht wieder richtig irgendwo hinstellen können, wenn sie sich vielleicht angeguckt haben und nicht genommen haben. Oder wieso sie andere Sachen da hinstellen, wo sie nicht hingehören. Dann muss ich mir mal vorstellen, ob es bei den Leuten so unaufgeräumt und so auch zu Hause aussieht. Und oder ob die das einfach nur machen, weil sie irgendwo anders sind. Wieso tut man sowas? Macht ihr das zu Hause auch? Kommen wir zur neunten Sache und die neunte Sache ist etwas, das momentan auf YouTube total im Trend ist, und zwar ASMR. Wieso findet man sowas gut? Wieso? Wie kann man das gut finden? Ich weiß es nicht. Kennt ihr dieses Video? Das ist total auf Instagram und Facebook bekannt. Diese Frau, die sich filmt, während sie Gurken isst. Wenn ich das sehe, werde ich so aggressiv. Wie kann man sich diese Geräusche denn geben? Ich weiß es nicht. Wenn jemand zum Beispiel schnarcht oder irgendwelche komischen Geräusche macht, da platzt mir schon die Hutschnur. Dann sieht man schon so Rauch aus meinem Kopf kommen, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Ich weiß es nicht. Das ist genauso wie mit diesem Schmatzen, so ein Geräusch, das dir im Ohr hängen bleibt, wo man denkt so, boah,
gleich rastest du aus, irgendwie so. Ich weiß es nicht, wenn ich das höre, werde ich echt aggro. Ich kann mir das nicht reinziehen. Ich habe ein einziges Video davon geschaut, weil ich wissen wollte genau, was das halt ist, weil das plötzlich total im Trend war. Und die anderen Videos davon habe ich mir alle nicht angeschaut, egal ob es Leute sind, die ich abonniert habe oder nicht. Denn das kann man sich einfach nicht reinziehen. Also ich nicht. Nee, da werde ich aggro. Und dann kommen wir auch schon zur 10. und letzten Sache. Das ist eher so ein bisschen positiver, würde ich sagen. Und zwar hasse ich es, dass Weihnachten nur 3 Tage hat. Warum? Warum? Jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich Weihnachten über alles liebe. Vielleicht liebe ich Weihnachten auch ein bisschen zu sehr. Aber ja, Weihnachten ist schon der Shit und ich liebe es. Aber wieso hat es nur 3 Tage? Wieso? Die Vorweihnachtszeit, ja gut, die fängt ja so Anfang Dezember an, beziehungsweise so erster Advent. Und dann geht das ja, zieht sich so bis zum 24., 25., 26. Aber warum kann man nicht einfach mal so einen ganzen Monat Weihnachten machen? Also ich wäre dafür. Wenn jetzt irgendeiner dieses Video sieht, der sowas vielleicht ändern könnte, ich wäre dafür, dass vom 1.12. bis zum 31. oder sagen wir 30.12. Weihnachten ist. Und am 31. kann ruhig Silvester sein, aber ich hätte gern schon den ganzen Dezember Weihnachten. Würde sich das irgendwie einrichten lassen? Fände ich ganz nice. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn ich sehe gerade, mein Akku blinkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare 2 Dinge, die ihr auf jeden Fall abgrundtief hasst. Ich würde mich natürlich über Antworten von euch freuen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ciao!